Diesen Wagen wird man in den Hallen von Intax in Oldenburg sicherlich noch häufiger sehen. Das Model S des Elektrofahrzeugherstellers Tesla bekommt ein Facelifting, um als Taxi eingesetzt werden zu können. Wir haben hier jetzt den Tesla Model S, was ein Elektrofahrzeug ist mit zwei Elektromotoren und einer großen Reichweite. Das war für die Taxiszene immer sehr wichtig, weil man da ja doch pro Tag, je nachdem, wo das Auto im Einsatz ist, 250 bis 500 Kilometer fährt, was man hier tatsächlich auch ohne nachzuladen mit realisieren kann. Neben Taxen rüstet die Firma auch Fahrzeuge für die Polizei oder die Bundeswehr um. Dazu gehört natürlich viel mehr als nur das äußere Erscheinungsbild. Wir haben hier jetzt zunächst mal die Folierung, die wir in den Bildern sehen, was natürlich visuell am meisten auffällt. Was wir im Hintergrund an dem Taxi natürlich auch machen, ist elektronische Eingriffe, elektrische Eingriffe, um den Taxameter, wo der Fahrpreis angezeigt wird, anschließen zu können. Wir verbauen ein Funkgerät, wir verbauen das Taxischild. Muss man natürlich schon eben halt auch eine technische Variante haben, eine Halterung und den Kabelweg für. Damit die Folie am Ende perfekt sitzt, ist auch ein wenig Fingerspitzengefühl gefordert. Die Oberfläche muss natürlich auf jeden Fall staubfrei sein. Ohne dem geht es natürlich nicht. Desto mehr Staub, dann muss man es halt wieder neu machen. Eigentlich, dass man natürlich auch ordentlich danach anfühlt, dass die Folie ja nicht beim Waschen oder sowas halt wieder hochkommt. Sonst natürlich auch Dreck und sowas und der Kunde ist natürlich überhaupt nicht zufrieden. Ja, das ist eigentlich das, worauf man auf jeden Fall achten muss. Bereits im Jahr 2000 rüstete Intax das erste Hybridfahrzeug in Form eines Toyota Prius um und verfügt inzwischen über entsprechend lange Erfahrungen mit Hochvoltautos. Das ist natürlich jetzt bei Tesla gerade der Beginn. Wir haben also das erste Entwicklungsfahrzeug gerade abgewickelt. Daraufhin purzeln jetzt auch die ersten Aufträge rein. Das ist sehr lebhaft. Es ist ja nicht nur begrenzt auf Tesla. Es geht ja weiter, dass auch andere Hersteller rein elektrische Taxis anbieten. Begonnen hatte das mit dem Nissan Leaf. Und wir erleben schon eine immer größer werdende Nachfrage. Künftig darf man als Fahrgast eines Taxis wohl häufiger an einem Elektrofahrzeug Platz nehmen. Die leisen und emissionsfreien Fahrzeuge sind auch in dieser Branche auf dem Vormarsch.